alles Schweine. Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Far Cry 3. Beim letzten Mal haben wir gestorben. haben wir gestorben und noch ein bisschen mit dem Auto rumgepaced und haben dann diesen Außenposten eingenommen, nachdem wir diesen Funkturm, hallo? Wo ist der Funkturm? Diesen Funkturm eingenommen haben. Ja, ich weiß, dass du da bist. Das steht auf der Karte. Du kannst dich nicht verstecken. Wo bist du? Ich will den scheiß Funkturm jetzt sehen. Hallo? Darf ich? Nein? Wo ist der scheiß Funkturm? Funkturm. Ich füge jetzt da. Diesen Funkturm eingenommen haben. Wow. Epic Wind of History. Und jetzt wollen wir uns zum Missionsgebiet, ja, nein, danke schön, tschüss, zum Missionsgebiet begeben, dass sich Schildkröten, dass ich, was ist das? Mann, wieso sind überall Hunde und Tiere, die mich töten wollen? Hört doch auf mit dem, nö. Die auch, das sind die übelsten Krasstiere, Alter, die picken mir zu und bringen dich um. Diesem Missionsgebiet. Oh, das sieht aber schön aus, oder? Findet ihr nicht? Das sieht schön aus. Fast wie in echt. Nur ohne Real Life. So, hier wollen wir uns hinbegeben. Leuchtet da was? Nö, ich dachte schon. Wieso müssen hier Komodo-Warn-Dinger sein? Ich hasse diese Viecher. You will die in a fire. Und... Fire! Oh, das hat ziemlich schlecht geklappt. Aber... Hui! Das hat auch ziemlich schlecht geklappt. Ah ne, der ist tot. Das ist schön. Der andere hat... Der Konvoi hält bei der Shrimp Farm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Ja! Oh mein Gott. Was muss ich tun? Was muss ich... Okay, 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 das ist ein Minenschacht. Okay, pass auf. Wir merken uns diesen Ort hier. Warte, nein, nein, nicht Escape, sondern M, weil ich will in den Minenschacht rein. Deswegen merken wir uns... Hallo, dankeschön. Diesen Ort hier... damit wir da später wieder hinkommen und jetzt müssen wir hier hin, weil wir haben nicht viel Zeit. Und meine Fahrstile kennt ihr ja schon und meine Fahrstile, wenn ihr nicht viel Zeit habt, die wollt ihr gar nicht kennen. Auch in Real Life nicht. Ich habe überlegt, mich beim Real Life zu filmen, einfach wie ich fahre, weil ich halt die größte Scheiße dabei laber. Das ist echt krass, weil mir so langweilig ist beim Autofahren, finde ich nur Selbstgespräche, das ist ganz schön lustig. Hier geht's lang, hier lang und hier runter. Ich will jetzt nichts riskieren, deswegen fahre ich nicht einfach so hier runter. Ich habe gesagt, ich fahre nicht so hier runter. Alter! Oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Oh guck mal, ich lebe noch. Das ist schön. Na, da muss ich. Boah, ich habe nicht viel Zeit, aber ich sollte gleich da sein. Da bin ich. Oh. Mann, ich bin pünktlich gekommen. Hört auf, auf mich zu schießen. Hier. Ja. Zack, Junge. Gibt jetzt nichts. Der Vorsprung ist perfekt. Oh, das war knapp. 21 Sekunden hat man noch. Erreiche den Aussichtspunkt. Wo ist Oliver? Wo ist Oliver, ja. Warten, bis ich ihn sehe. Da irgendwo. Wo ist Oliver? Das ist ein Scheiß, das ist eine Kläranlage, ne? Wir machen Scheiße sauber. Die Kläranlage GmbH. Bringen Sie uns Ihre Scheiße und wir geben Ihnen frisches Wasser. Einfach so. Richtig verschissen auf der Seite. Da ist er. Da ist er. Identifiziere Oliver mit Hilfe der Kamera. Warte auf den perfekten Moment für einen Schuss. Klick. Warte mal, sollte ich nicht... Ein Schuss mit der Kamera oder ein Schuss mit dem... Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Ich bin voll die Paparazzi hier so. Voll behindert. Ah, guck mal, die treten, Oliver. Hey, wie in einem schlechten Film. Kamera! Ui. Oh, ich hab... Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Bam! Lauf, Olina, los! Ah.
ist, Olli. Da ist Olli, alles klar. Wir müssen... Bam, Junge! Lass Olli in Ruhe, Alter, ohne Spaß. Lauf weiter! Nachladen. Rauszoomen. Rauszoomen. Ich möchte mir gerne einen Überblick verschaffen. Bam! Zwei Kopfschuss, er hat im Hals geschossen. Bam! Und so muss das. Noch jemand? Hallo? Ah, da. Oh Mann. Ich hab dich verfehlt. Lauf weiter! Kurz nachladen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu. Bam! Was? Sie leben beide noch? Haha, jetzt hab ich euch erwischt, ihr blöden Wichser, ganz ehrlich. Was, du lebst? Oh, die hat bestimmt keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Hätte ich aber auch nicht. Alles wäre schon explodiert, ich weiß nicht mehr, was abgeht. Zack. Dass sie nicht einfach ein paar Leute zu mir hochschicken, weißt du? Zack. Vorlich sein mit dem Schießen. Ja. Olli, klau das Boot! Ja. Was? Oliver, hier! Olli, mach keinen Scheiß! Fang! Wo ist meine Sniper? Ich will meine. Fickt euch! Was muss ich tun? Junge, mach hinne! Achso, ich muss da hin. Alles klar. So muss das also. Ja, ja. Verschwimmst du mal? Ja. Hallo. Eh, halt. Hey. Danke fürs Rausholen. Hey, ja, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier. Weißt du, bist du behindert, Alter? Ganz ehrlich. Es wird gerade geballert. Das erste sagt, guck, das ist es, Alter. Halt das Boot gerade. Ich versuch's. Schneller. Alles klar. Wir entkommen! Fahrzeugmission war anders. Oh, hallo! Der Fahrer auch. Fahrer, Schwimmfahrer. Dankeschön. Boot! Boot? Wo? Auto! Sich auf der Straße! Ja, ich weiß. Oh! Überall! Ja! Was machst du? Woher soll ich wissen, wo die sind? Oh mein Gott! Ich bin ungefähr fast tot, circa. Ich hätte mir noch grüne Pflanzen besorgen sollen. Ganz ehrlich, ich muss mich noch immer gut von dem Zeug dabei haben. Alter! Von wo wollt ihr mich verarschen? Hallo? Weißt du mal, Hubschrauber! Ja, komm schon. Ein Hubschrauber? Wollt mich wohl verarschen? Ja, sag ich doch. Ihr seid alle bescheuert. Ihr seid alle, ihr habt alle voll einen an der Waffe. Ganz ehrlich, ihr seid alle total weggetreten. Ihr alle hier auf dieser scheiß Kack-Insel. Du hast mich gerettet. Ja, ich weiß. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine Mega-Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Ja, ich auch. In einer ominösen Höhle. Komm in meinen Keller. Lass den Kiffer in Ruhe. Ja, schön. Komm mit mir in meine Höhle, Oliver. Misha, Daisy. Ich hab Oliver. Hey, Olli. Hey, Mädels.
Schön, wieder bei euch. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Du bist total drauf, Alter. Wo sind wir hier bitte gelandet? Drauf, oh, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Natürlich. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du hilfst mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen, es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich hab Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Da liegt was. Du was findest besser die anderen. Alter. Eat me. Okay. War das jetzt richtig? Hallo? Was zum Teufel geht jetzt ab? Okay, was habe ich da gerade getan? War das gut oder war das schlecht? Was zum Teufel? Also eigentlich wollte ich ja nicht, aber da stand halt Eat Me und wenn da rote Pillen liegen, ich meine, wer... Was zum Teufel? Jo, aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Wo war Colby bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Siegmann bringt mich echt ins Grüne. Ja, klar. Wo du das nächste Gras herbekommst. Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Gib mir das okay, Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Hole! Nee, danke, Schatz. Hole! Was ist denn los? Alter, verlasse die Höhle. Welche Höhle? Nee, ich will jetzt Bier holen. Hallo? Hallo, ich hätte gern einmal Drinks. Vergiss Bier! Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es! Ich nehm Sambuca-Shots! 5, 6, 7! Frauenprobleme? Oh, sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr! Ich bring kurze! Also das! Genau das! Brauche ich jetzt! Dann rein mit den kurzen! Hey, Baby! Moment, Moment! Pass auf, nicht slabbern, nicht slabbern! Klug, 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 klug! Danke, geschafft. Baby! Yeah. Oh, shit! Pass, pass, pass. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein! Oh, wo ist der Kinder, kleine Scheiße? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Yeah. Woo. Diese Sachen bringen uns wohl in die Vergangenheit. Naja, zumindest mit dem Geist und nicht mit dem Körper. Alle tot. Spiel vorbei. Wie lange habe ich geschlafen? 5 Jahre, mein Sohn. 5 Jahre. Ich glaube, der hat einen Kater. Also Kinder, was lernen wir daraus? Nicht von roten Pillen naschen, sonst habt ihr Texturfehler. Kann ich nochmal? Warte mal, wo? Wieso bin ich hier hinten? Verlasse die Höhle. Achso, nee, das ist mein Punkt, den ich mir markiert hatte und das ist der Punkt, wo wir hin müssen. Kann ich nochmal davon essen? Ja, Tatsache. Eat me. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal, oder?
Oder ist es dann wieder dasselbe? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir haben zwar nur noch ein paar Sekunden, aber das quetsche ich dann noch mit in den Part. Sowas muss einfach mal sein. Wenn wir jetzt wieder dasselbe durchmachen, dann werde ich das abbrechen und den Part dann beenden. Aber ihr seht ja, ne? Ich lasse ja die Aufnahme nicht weiterlaufen. Benutze Molotovs, um aus Entfernung einen Bereich in Brand zu stecken. Nee, doch. Oh. Ich hol sie. Ah, das ist was anderes. Geil. Aha. So sieht das Ganze aus. Nochmal Drinks bestellen. Drink kaufen. Zack. Ja, würde ich sagen, noch einen weg. Weg damit. Trinken wir mal nicht weiter. Warte mal, kann ich mich? Ich kann mich nicht bewegen. Warte mal, kann ich hier irgendwas anderes machen? Ich kann hier beim Tanzen zugucken, das gefällt euch bestimmt auch. Jawohl. Ich kann hier raus. Ich guck mich mal ein bisschen um. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Klos. Scheiß Amis, Touristen. So feiert man extrem hart. Party hart, Leute. Was zum... Ich habe so das Gefühl, die sollten da nicht sein. Hier komme ich nicht durch, schade. Vielleicht tanzen sie ja gar nicht. Da kann ich auch nicht raus. Rennen kann ich auch nicht. Meine Waffe ziehen auch nicht, schade. Sonst wäre hier gleich mal was los. Da auch nicht lang. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den... Hart, oder? Da komme ich aber runter, das ist cool. Geiler Club. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Club. Ich finde Riley. Wieder gerade yes. Von Riley und Keith reden? Ich sehe sie nicht. Kann ich? Nein. Wo sind die Klos? Da ist auch noch eine nette Dame. Das ist der DJ hier. DJ in the Club. So, nee, ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Klos. Wo sind die Klos? Verdammte Scheiße. Ah, hier. DJ Raiden, Doug, Jason. Bleibst auch für mein Zettel, ja, sicher. Hey, hast du meinen Bruder gesehen? Der mit der Kappe? Ja. Ja, der ist aufs Klo mit deinem Freund. Er soll aufpassen, Mädchen, hier sind teuer. Scheiße. Danke, Mann. Ich sehe dich später. Mädchen, hier sind teuer. Wo haben wir denn die Klos jetzt? Zahl das Mädchen. Ey, du bist sie, du bezahlst. Sie hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen. Du bezahlst. Oder wir machen dich platt. Ich werde euch einen Scheiß geben. Hey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, halt mir deine Klappe und besorg mir ein Bier. Du führst dich auf wie eine Tussi. Was? Hey, komm, chill. Wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägereien hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deinen anderen Jungs. Hey, der Große muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Jetzt bin ich für was Besseres? Ja, tu ich. Das ist unser Revier, nicht deins. Pass bloß das auf, das werden wir noch sehen. Oh, da geht aber ganz schön die Haluzi. Warte mal. Wir wachen wieder in der Höhle auf und ich sag dann schon mal, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, jetzt mit diesen zwei doch etwas anderen Missionen am Ende, wenn man da von Missionen sprechen kann. Wir haben Riley halt gefunden. Wir werden demnächst mal ein Part oder zwei darauf dazu benutzen, ja, diese Vergangenheitsdinger durchzuführen. Warum wachen wir auf dem Schiff wieder auf? Das Schiff ist nicht das Klo. Wenn wir ein paar Parts dazu benutzen, diese Vergangenheitsdinger weiterzumachen, weil die interessieren mich schon sehr, was da damals los war. Nicht wahr? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Far Cry 3. Ah, wir können gar nicht weitermachen. Wir können gar nicht weitermachen. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Far Cry 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Ciao, Leute. We'll be right back.